Seien wir doch mal ehrlich. Welcher Sportwagen können wollte nicht von über 600 PS getrieben über den Asphalt heizen? Zumal wenn dies so bequem wie im neuen Mercedes SLR McLaren geschehen kann. Oder im Bugatti Veyron. Lange Zeit nur als Studie auf Tournee durch die Messehallen der ganzen Welt, verschreckt das 1001 PS starke Monster jetzt die Konkurrenz. Bugatti wie auch Mercedes muten im Club der Superstarken dem Besitzer keine Entbehrungen zu. Ein hochgezüchteter Kompressor V8 ist genauso selbstverständlich wie Sitzheizung, Fünfgangautomatik oder elektrisch verstellbare Sitze. Um das Ganze noch fahrbar zu gestalten, müssen Formel 1 Ingenieure ran. 1500 Kilogramm Gewicht waren geplant, jetzt wiegt die Fuhre fast 1,8 Tonnen. Rennwagen wie der Ferrari 360 Modena Challenge gehorchen allein den Gesetzen der Aerodynamik, bauen auf ein niedriges Leistungsgewicht und gewiegte Fahrer. Die Challenge-Version aus dem gleichnamigen Markenpokal schlägt den normalen Modena in fast allen Belangen. Und seit kurzem gibt es von diesem Renner eine Straßenversion. Hier dienen Carbon und Aluminium nur der Gewichtsersparnis, Leder nur der Rutschfestigkeit. Jedes Detail besitzt eine Funktion oder es fliegt raus. Minimaler Komfort, eng geschnitten und kaum fürs Brötchenholen geeignet. Autos wie dieser Ferrari verkörpern den gegenläufigen Trend zu Bugatti, SLR und Co. Der Challenge Stradale ist gerade noch zulassungsfähig. 425 PS stark und 110 Kilogramm leichter als der normale Modena. Sein bevorzugtes Jagdrevier, die Rennstrecke. Porsche 911 GT3 RS. Ein Auto, so puristisch wie kaum ein anderes. So nah am Rennsport, als hätte irgendjemand nur kurz die Startnummern entfernt. Dieses Gerät ist sozusagen der Grenzbereich auf Rädern. Alcantara-Leder sorgt im Cockpit für einen Hauch von Luxus. Ansonsten macht jedes Detail das Auto entweder schneller oder leichter. 50 Kilogramm leichter als der ohnehin schon agile GT3 stürmt der RS in 4,4 Sekunden auf 100 und erreicht eine Spitze von über 300 Sachen. Mit nur 381 PS. Aber Vorsicht, dies ist kein Spielzeug. Fahrwerk und Lenkung agieren messerscharf. Elektronische Notanker wie ESP gibt es nicht. Wenn der 3,6 Liter Boxer bis auf 8000 Touren hochdreht, kribbelt es bis in die Haarspitzen. Anpeilen, leicht korrigieren, hochschalten, durchatmen. Die Welt in der auf 200 Stück limitierten Sonderserie ist einfach strukturiert. Über 120.000 Euro muss man für die Eintrittskarte hinlegen. Noch nie war so wenig so wertvoll.